Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Im Februar 1919 trat in Weimar die Nationalversammlung zusammen und schuf erstmals eine demokratische Verfassung, in der die Macht nicht bei Kaiser und Eliten, sondern bei gewählten Volksvertretern lag. Sie verankerte Grundrechte wie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit und beendete die Benachteiligung von Frauen und die Diskriminierung von religiösen Minderheiten, jedenfalls formal. Die Weimarer Republik wurde von den Werten geprägt, die uns auch heute noch wichtig sind: Demokratie, Gleichberechtigung, Vielfalt und ein moderner Sozialstaat. Mit der Republik waren große Hoffnungen auf eine freiheitliche, gerechte, solidarische und friedliche Gesellschaft verbunden. Doch die Hoffnungen wurden, wie wir wissen, leider enttäuscht. Die Demokratie scheiterte und wurde nach nur 14 Jahren von der NS-Diktatur abgelöst. Die Weimarer Republik ist deshalb jedoch keine versunkene Epoche, sondern ein Lehrbeispiel der deutschen Geschichte mit hoher Aktualität, die uns Professor Peter Brandt heute Abend näher bringen wird. Wie immer einige biografische Anmerkungen zu unserem Gast. Peter Brandt studierte Geschichte und Politikwissenschaft an der Freien Universität in Berlin. 1973 promovierte er mit einer Studie über den Wiederaufbau der deutschen Arbeiterbewegung in den Jahren von 1945 bis 1946 am Beispiel der Stadt Bremen. 1988 habilitierte er sich mit einer Untersuchung über die Vor- und Frühgeschichte der deutschen Burschenschaft im frühen 19. Jahrhundert. Von 1989 bis 2014 war er Professor für Neuerdeutsche Geschichte und Europäische Geschichte an der Fernuniversität in Hagen und dort seit 2003 Direktor des Instituts für Europäische Verfassungswissenschaften. Er hat diverse Ehrenämter, unter anderem im Vorstand der Friedrich-Ebert-Stiftung und als Mitglied der Deutsch-Russischen Historikerkommission inne und ist Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Er hat zahlreiche Buch- und Zeitschriftenpublikationen zu Themen der deutschen und europäischen Geschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts veröffentlicht. Peter Brandt bemüht sich neben seiner wissenschaftlichen Arbeit um niveauvolle Popularisierung historischer Themen in Wort und Schrift, so auch heute Abend. Ich danke ihm, dass er zu uns gekommen ist. Ja, vielen Dank für die freundliche und ausführliche Vorstellung. Meine Damen und Herren, wenn von dem ersten Versuch die Rede ist, die Demokratie in Deutschland als Staatsform zu etablieren, also eben in den 14 Jahren, die der Hitler-Diktatur vorangingen, dann wird sehr schnell das schon von den Zeitgenossen benutzte Schlagwort von der Republik ohne Republikaner angeführt, in der politischen, aber teilweise auch in der wissenschaftlichen Diskussion. Wie in vielen Klischees steckt in dem Schlagwort ja auch ein wahrer Kern. So wie sie war, wurde die Weimarer Republik von den wenigsten ihrer Staatsbürger gewollt. Das gilt sogar für die Sozialdemokratie, die sich seit 1918/19 mehrheitlich als eine Art Staatspartei verstand. Deswegen kommt sie hier etwas überproportional vor und bis zum Schluss die einzige wirklich verlässliche Stütze der Republik mit Masseneinfluss blieb. Man kann deshalb mit einiger Berechtigung das Schlagwort von der Republik ohne Republikaner auch umdrehen. In den Worten Karl von Ossietzkys, des linksbürgerlichen Publizisten, bestand das Problem des Weimarer Gemeinwesens darin, vielmehr, dass, so wörtlich, die Republikaner ohne Republik waren. Das heißt, dass die überzeugten Republikaner nicht auf den Staat und seine Repräsentanten rechnen konnten. In der Zeit benutzte man das Wort Republikaner ungefähr so, wie wir heute von den Demokraten sprechen würden. Rudolf Wessel, 1919, einige Monate sozialdemokratischer Wirtschaftsminister, hatte schon auf dem ersten Nachkriegsparteitag seiner Partei eine vernichtende Bilanz gezogen im
Juni 1919. Wörtlich, trotz der Revolution, so meinte er, sieht sich das Volk in seinen Erwartungen enttäuscht. Wir haben die formale politische Demokratie weiter ausgebaut, doch wir konnten den dumpfen Groll, der in den Massen steckt, nicht befriedigen. Wir haben im Wesentlichen in den alten Formen unseres staatlichen Lebens regiert. Trotz der Revolution, dass es tatsächlich eine Revolution in Deutschland gegeben hatte, wurde in den ersten Jahren der Weimarer Republik kaum bestritten. Anders als später, da man die Vorgänge der frühen Nachkriegszeit vielfach lediglich als Reflex des Zusammenbruchs eines überlebten und militärisch geschlagenen Systems begreifen wollte. Die Staats- und Gesellschaftsordnung der ersten deutschen Republik war eine Resultante aus dem Sieg der demokratischen Arbeiter- und Volksbewegung im November 1918 und der teilweise gewaltsamen Eindämmung weiterreichender, durchaus unterschiedlicher Bestrebungen von Teilen, gewichtigen Teilen der Arbeiterschaft im Winter und Frühjahr 1919. Die parlamentarische Demokratie in der Form der Republik trat an die Stelle der konstitutionellen Monarchie. Die Verfassung der Weimarer Republik vom 11. August 1919 galt zu Recht als fortschrittlich und international vorbildlich, auch wenn große Teile der Arbeiterschaft weitergehende Ziele verfolgten. Das betrifft die Erweiterung des jetzt proportionalen Wahlrechts auf Frauen und Männer ab 21 Jahren auf Reichsländer- und Gemeindeebene, die Möglichkeit der direkten Volksgesetzgebung durch Plebiszit. In der Praxis konnte sich keines der wenigen durchgeführten Volksbegehren in der Abstimmung durchsetzen. Die Stärkung des Reiches gegenüber den Ländern und den umfangreichen Grundrechtekatalog, der auch eine Reihe gemeinwohlorientierter und sozial akzentuierter Ziele republikanischer Gesellschaftspolitik enthielt. Die Weimarer Verfassung begründete einen semipräsidentiellen Parlamentarismus, das heißt, die Regierung ernannt vom volksgewählten Reichspräsidenten, benötigte zugleich das Vertrauen des Reichstags. Der Parlamentarische Rat der westdeutschen Länder, der 1948-49 das Grundgesetz erarbeitete, wollte Lehren aus der Geschichte der Weimarer Republik ziehen, deren Instabilität man nicht zuletzt auf einige verfehlte Regelungen der Verfassung zurückführte. So schuf man etwa ein konstruktives Misstrauensvotum und beschränkte den Bundespräsidenten auf repräsentative Aufgaben. Neu und wegweisend war 1919 nicht nur die repräsentativ-demokratische Staatsform, sondern auch die Idee des sozialen Rechtsstaats. Diese Idee negierte nicht den traditionellen liberalen Rechtsstaat, der jedoch durch neue soziale Inhalte erweitert werden sollte. Der fünfte Abschnitt über das Wirtschaftsleben in der neuen Reichsverfassung formulierte sozialstaatliche Grundsätze, gab dem Staat das Recht zur Vergesellschaftung von Unternehmen sowie zum Aufbau eines Systems der Gemeinwirtschaft und enthielt in Artikel 165 Restelemente des Rätegedankens. Bei entsprechenden Parlamentsmehrheiten schien die Weimarer Reichsverfassung offen zu sein, auch für den Aufbau einer sozialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Jedenfalls waren die sozialdemokratischen Staats- und Verfassungsrechtler dieser Auffassung. Somit konnte man in der Weimarer Verfassung vom 11. August 1919 einen Basiskompromiss zwischen den sozialen Klassen und politischen Parteien sehen, genauer zwischen der reformerischen Arbeiterbewegung und dem republikanisch orientierten bzw. der Republik aufgeschlossenen Teil des Bürgertums. Zu diesem Basiskompromiss gehörte die am 15. November 1918 schon besiegelte Zentralarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, durch die die Gewerkschaften von der Gegenseite erstmals generell als Tarifpartner anerkannt wurden.
Für die Industriellen bedeutete das Abkommen vor allem eine Versicherung gegen drohende Entmachtung und Enteignung. Dennoch, mit den neuen Verhältnissen ging ein gewaltiger Aufschwung der Gewerkschaftsbewegung einher. Die Tarifvertragsordnung der Regierung der Volksbeauftragten, so hieß die erste provisorische Regierung, vom 23. Dezember 1918 leitete die Epoche des kollektiven Arbeitsrechts in Deutschland ein. Auch wenn die staatliche Gesetzgebung vor allem mit der Einführung des 8-Stunden-Tags und der Erwerbslosenfürsorge in der Umbruchphase unmittelbar wirksame soziale Errungenschaften beinhaltete, trat der gesetzliche Schutz der Arbeiter in seiner Bedeutung hinter die Ordnung der Arbeitsverhältnisse durch tarifvertragliche Vereinbarungen zweifellos zurück. Die am 19. Januar 1919 in Weimar zusammentretende Nationalversammlung in Weimar, weil Berlin ein sehr unruhiges Pflaster war, musste nicht nur eine neue Reichsverfassung verabschieden, sondern auch über die Annahme des Versailler Friedensvertrags entscheiden, dessen Umrisse seit Mai des Jahres bekannt wurden. Schon die harten Waffenstillstandsbedingungen vom 11. November 1918 hatten wenig Gutes ahnen lassen. Die Geschichtswissenschaft neigt heute dazu, die Bedeutung von Versailles für die Instabilität und die Legitimationsschwäche der Weimarer Republik erheblich zu relativieren. Dabei ist eine gewisse apologetische Tendenz unübersehbar. Richtig ist, dass anders als viele Zeitgenossen auch aus dem republikanischen Lager das zunächst wahrnahmen, der Versailler Vertrag Deutschlands Schwächung, nicht seine Vernichtung, intendierte. Die neue internationale Ordnung bot dem Deutschen Reich sogar gewisse Chancen, die man ab 1924 ja dann auch zu nutzen wusste. Das änderte allerdings nichts daran, dass hier tatsächlich ein den früheren Kriegsgegner in Form und Inhalt demütigender Friedensvertrag regelrecht diktiert wurde. Ein Vertrag, der die Deutsche Republik und insbesondere die jetzt Regierenden, die Parteien der Friedensresolution des Reichstags vom Juli 1917 schwerstens belasten musste. Ich kann jetzt den Inhalt des Versailler Vertrags nicht referieren, will aber andeuten, dass es dabei um erhebliche Gebietsverluste, also auch ethnisch deutsch besiedelter Territorien ging. Das Saargebiet, ich nehme an, das wissen Sie, wurde wirtschaftlich aus Deutschland ausgegliedert und wurde zu einem Völkerbundsprotektorat. Es gab aufgrund des sogenannten Kriegsschuldartikels, also der Feststellung in dem Vertrag, dass die Deutschland und seine Verbündeten allein verantwortlich sind für den Krieg und die Folgen des Krieges. Das war gewissermaßen die Begründung dafür, dass man dann Deutschland auch die Kosten des Wiederaufbaus in den früheren Feindstaaten zusprechen wollte und das gemacht hat, aber noch nicht gemessen. Also es gab zunächst mal noch keine Zahl, an der man sich orientieren konnte. Die ersten Zahlen, die dann in den frühen 20er Jahren genannt wurden, waren horrende. Das hat sich dann später etwas anders dargestellt in der Praxis. Es war ja nicht so, dass nur die nationalistische Rechte und die Anhänger des gestürzten kaiserlichen Regimes Versailles für einen imperialistischen Gewaltfrieden hielten. Die inhaltliche Ablehnung ging durch das gesamte politische Spektrum, einschließlich der unabhängigen Sozialdemokratie, also des Teils der Sozialdemokratie, der sich über die Kriegspolitik von der Mehrheitsrichtung abgetrennt hatte, einschließlich der USPD, die als einzige Partei von Anfang an für die Unterzeichnung eintrat. Diejenigen, die Sozialdemokraten und die Zentrumskatholiken, die das Ultimatum der Sieger letztlich annahmen, taten das nicht, weil sie das Vertragswerk für akzeptabel hielten, sondern weil sie andernfalls mit guten Gründen noch schlimmere Folgen vorhersahen.
es mag naiv bzw. zweckoptimistisch gewesen sein, auf einen milden Frieden zu hoffen, einen sogenannten Wilson-Frieden, der sich an den Erklärungen des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson orientierte, und eine solche Hoffnung im Volk zu nähren. Doch gilt es zunächst einmal, die Wahrnehmung und Vorstellung der Beteiligten, die ihr Handeln bestimmten, überhaupt gebührend zur Kenntnis zu nehmen. Ihr leidenschaftlicher Protest gegen den Friedensvertrag und ihr späteres Bemühen um seine Milderung auf dem Verhandlungsweg bewahrten die Republikaner, namentlich die Sozialdemokraten, nicht davor, mit einer hasserfüllten Kampagne gegen die Novemberverbrecher konfrontiert zu werden. Die Unterstützung des Krieges von 1914-18 durch den sogenannten Burgfrieden und die Kreditbewilligung machte es ihnen psychologisch sehr schwer, sozusagen den Spieß umzudrehen und die früheren Machthaber mit ihrer maximalistischen Kriegspolitik ihrerseits offensiv als Reichsverderber anzugreifen. Es spricht manches für die Annahme, mit der breiten und erfolgreichen Abwehr des Kapp-Lüttwitz-Putsches vom März 1920 durch einen Generalstreik habe sich den entschiedenen Republikanern noch einmal eine Chance aufgetan, Versäumnisse der ersten Nachkriegsmonate nachzuholen und die parlamentarische Demokratie durch eine nachhaltigere Entmachtung der alten aristokratisch-großbürgerlichen Eliten zu fundieren. In Preußen, dem mit Abstand größten Gliedstaat des Deutschen Reiches, begann im Gefolge der Märzereignisse 1920 unter einer neuen Führung von SPD und Regierung immerhin eine Auswechslung demokratiefeindlicher oder unzuverlässiger Beamter im Staatsapparat, einschließlich der Polizei. Preußen wurde zum republikanischen Bollwerk, während in Bayern der Kapp-Putsch zu einer staatsstreichähnlichen Verschiebung der politischen Achse nach rechts genutzt wurde, die die Position des süddeutschen Freistaats als antirepublikanische Ordnungszelle befestigte. Es ist also kein Zufall, dass in dem Münchner Klima der Aufstieg der NSDAP begann und Adolf Hitler 1923 den Putschversuch unternahm. Eine nachhaltige Wende in der innenpolitischen Entwicklung Deutschlands, die seit Anfang 1919 in Richtung Gegenrevolution verlief oder zu verlaufen schien, wurde unmöglich durch den Einsatz der Reichswehr, darunter gerade noch putschende Einheiten, gegen die aufständischen Ruhrarbeiter. Von der Konfrontation Klasse gegen Klasse profitierten jene Teile der Rechten, die den Putsch im Hinblick auf den Zeitpunkt oder in der Methode ablehnten, aber zumindest teilweise mit den Zielen der Verschwörer übereinstimmten. Schon seit 1919 hatten sich die damals in allen ihren Teilen demokratiefeindliche Rechte politisch neu formiert und sich in einem ganzen Netzwerk von Verbänden, Ringen und Zirkeln eine Gegenwelt zur verhassten Weimarer Republik geschaffen. Aus den lokalen Arbeitertruppen hatte sich im Frühjahr 1919 im Ruhrgebiet ein Rote Armee genanntes proletarisches Heer formiert, zu dem bis zu 50.000 und mehr bewaffnete Arbeiter gehörten, viele mit Fronterfahrung, und das zeitweise recht erfolgreich operierte. Es war die größte und nachhaltigste proletarische Aufstandsbewegung, die Deutschland je gesehen hat, und der größte bewaffnete Volksaufstand seit den Bauernkriegen von 1525 überhaupt. Unverkennbar lag das politische Schwergewicht bei diesen Ereignissen bei den Linkssozialisten, doch reichte sie über die radikale Linke weit hinaus und schloss gemäßigte Kräfte zu einem erheblichen Teil mit ein. Die Protestbewegung gegen den Kapp-Putsch und der Bürgerkrieg an der Ruhr vom März-April 1920, blutig niedergeschlagen, beendeten auf höchst dramatische Weise die Periode proletarischer Massenkämpfe in Deutschland, die mit den Spontanstreiks im
des Frühjahrs 1917, also in der zweiten Hälfte des Krieges, begonnen hatte. Die sozialen Unruhen und kommunistischen Erhebungen der Jahre 1921 bis 1923 reichten in keiner Weise an die Massenrevolte von 1920 heran. Allerdings formierte sich nach der Ermordung des liberalen Außenministers Walter Rathenau durch Rechtsextremisten im Juni 1922 ebenso wie im Vorjahr nach der Ermordung des Finanzpolitikers Matthias Erzberger vom Zentrum kurzzeitig eine ähnlich breite, nach links erweiterte republikanische Volksbewegung wie gleich nach dem Kapotsch. Das Dilemma der Arbeiterbewegung vom Staatsumsturz 1918 bis zum Ruhrarbeiteraufstand 1920 bestand darin, dass die den Burgfrieden von 1914 fortsetzende Politik von SPD- und ADGB-Führung linken Strömungen Anlass zum Protest bot, während umgekehrt das oppositionelle linkssozialistische Potenzial nicht für entschiedene Reformpolitik genutzt werden konnte, unter den gegebenen Umständen sogar die Stellung der reformerischen Arbeiterbewegung in der prekären Zusammenarbeit mit den verfassungsloyalen bürgerlichen Kräften schwächte. Stellt man die deutschen Ereignisse in einen gesamteuropäischen, in einen internationalen Zusammenhang, dann wird schnell klar, dass es sich um einen internationalen Kampfzyklus handelte, der bei allen nationalen bzw. regionalen Besonderheiten und in unterschiedlichem Mischungsgrad nach denselben Grundmustern verlief. Mit dem Frühjahr 1917 hatte ein beispielloser Aufschwung der europäischen Arbeiterbewegung eingesetzt. Er hielt 3 bis 4 Jahre an und endete dann in der Wirtschaftsdepression, der ersten Nachkriegskrise, die Deutschland infolge der Inflation mehrere Jahre hinausschieben konnte. Und im Wiedererstarken der bürgerlichen Ordnung in Italien im Aufkommen des Faschismus. Noch weitaus blutiger als diese damit knapp angesprochenen Ereignisse waren die Kriege und Bürgerkriege im Osten Europas. Das hing mit der Gründung ganz neuer Staaten zusammen, deren Grenzen teilweise nicht akzeptiert wurden. Und dann natürlich der Bürgerkrieg in Russland, der von allen Seiten mit großer Erbitterung und auch Grausamkeit geführt wurde und schließlich im Winter 1919-20 mit dem Übergewicht, deutlichen Übergewicht, noch nicht mit dem Ende, deutlichen Übergewicht des bolschewistischen Regimes endete. Die Reichswehrführung, also die Führung der deutschen Armee, die durch den Versailler Vertrag auf 100.000 Mann begrenzt war, eine gewissermaßen Elite-Armee. Die Reichswehrführung hatte für ihre Abstinenz im Konflikt zwischen der verfassungsmäßigen Regierung und den Insurgenten des Kapputsches, Sie kennen vielleicht die Äußerung, Truppe schießt nicht auf Truppe, hatte wegen ihrer Haltung keine Konsequenzen zu gewärtigen. Vereinzelte personelle Veränderungen unterstrichen den Rückzug der Armee aus der Politik. Das beinhaltete indessen auch und gerade die Abwehr aller Bestrebungen, die Reichswehr in ihrer Zusammensetzung und in ihrem Geist zu demokratisieren. Bei den Wahlen zur Nationalversammlung im Januar 1919 hatten die Parteien der Weimarer Koalition, die Mehrheitssozialdemokratie, die katholische Zentrumspartei und die liberale Deutsche Demokratische Partei, über 3/4 der Stimmen erhalten. Während die SPD mit etwa 38% und die USPD mit etwa 7,5% auch zusammen unterhalb der absoluten Mehrheit blieben. Doch entsprachen die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse schon bald nicht mehr den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen. Nicht nur waren, von den politischen Amtsträgern abgesehen, im großen Ganzen die Männer der alten Eliten in Industrie, Finanzwesen und Landwirtschaft, Militärverwaltung und Justiz in ihren Positionen verblieben,
Auch lehnte ein beträchtlicher Teil des bürgerlichen politischen Spektrums die Demokratische Republik ab. Die Reichstagswahlen im Juni 1920 ergaben denn auch nicht einmal mehr 50% der Stimmen für die Weimarer Koalition dieser drei genannten Parteien. Unter den gegebenen Umständen wurden die vorgezogenen Neuwahlen vom 6. Juni 1920 ein Fiasko für die Parteien der Weimarer Koalition, besonders für die SPD, die Mehrheits-SPD und die DDP, die Liberalen. Das republikanisch staatstragende Bündnis verlor seine Mehrheit und gewann sie trotz einer gewissen Rekonsolidierung der Sozialdemokratie nach 1923 nicht wieder zurück. 1920 verlor die Mehrheitssozialdemokratie einen großen Teil ihrer Wähler an die USPD, also die linke linkssozialdemokratische Konkurrenzpartei, die auf dem Weg schien, zur größeren der beiden Arbeiterparteien zu werden. Namentlich in etlichen Industriezentren ließ sie die SPD hinter sich. Die KPD, die es schon gab, erreichte nicht mehr als rund 2% der Stimmen. Innerhalb des bürgerlichen Lagers steigerten die rechtsliberale Deutsche Volkspartei, die am ehesten auch eine unmittelbare Interessenvertretung der Großindustrie war, und die konservativ-nationalistische Deutschnationale Volkspartei ihren Anteil erheblich auf Kosten der republikanischen Parteien des Bürgertums. Zusammen lagen DVP und DNVP jetzt bei rund 30%, so ungefähr eine prozentuale Verdoppelung binnen anderthalb Jahren. Die Polarisierung bedeutete, dass der ohnehin prekäre gesellschaftspolitische Kompromiss von Weimar auf beiden Seiten immer weniger akzeptiert wurde. Die neu gebildete Sozialisierungskommission, die sich mit der Überführung der Kohlebergwerke in öffentliches Eigentum beschäftigte, eine Forderung, die immer wieder in den Bewegungen der Arbeiterschaft erhoben worden war, seit Herbst 1918. Diese Sozialisierungskommission bewirkte im Ergebnis gar nichts. Es ist mehr als zweifelhaft, ob hinter ihrer Konstituierung überhaupt ernsthafte Absichten standen. In der Sache ging es nicht einmal, wie viele Arbeiter sahen, in erster Linie um einen Schritt auf den Sozialismus hin, sondern ähnlich wie beim ostelbischen Großgrundbesitz, mehr noch darum, eine auch politisch besonders unnachgiebige und reaktionäre Gruppierung der Unternehmerschaft auszuschalten und damit die Demokratie von einem belastenden Element zu befreien. Zweifellos hätte eine solche Maßnahme das Vertrauen der Arbeiterschaft in die Demokratische Republik gestärkt, gewiss aber auch die Furcht weiter bürgerlicher und selbst kleinbürgerlicher Kreise vor einer Umwälzung der Sozialordnung angestachelt. Allenfalls unter dem Druck der revolutionär-demokratischen Massenbewegung, wie im Spätjahr 1918 und im Angesicht des Märzputsches 1920, waren auch Vertreter des republikanischen Bürgertums bereit, die Enteignung eines ganzen Wirtschaftssektors mitzutragen. Insofern werfen die Auseinandersetzungen des Frühjahrs 1920 ein Schlaglicht auf das Grunddilemma der Weimarer Republik. Durch revolutionäre Aktionen der Soldaten und Arbeiter entstanden, blieb die Demokratie von Weimar hinter den Erwartungen auch der gemäßigteren Teile der Volksbewegung zurück. Für eine von Anfang an große und später noch wachsende Fraktion des Bürgertums ging der Verfassungskompromiss indessen schon viel zu weit, indem er der reformerischen Arbeiterbewegung eine unerwünscht starke Machtposition beließ. Man identifizierte die neue parlamentarisch-demokratische Ordnung nicht nur mit dem Versailler Frieden, sondern auch mit dem Sozial- oder, wie man rechts der Mitte meinte, Gewerkschaftsstaat. Ein Bruch mit der republikanischen Legalität und eine autoritäre Umbildung der Verfassung ließ in der Frühphase der Weimarer Republik die außenpolitische Abhängigkeit in Verbindung mit der wirtschaftlichen Instabilität nicht zu. Weder im Frühjahr 1920 noch im Herbst 1923,
als die vorübergehende Übertragung der vollziehenden Gewalt an General von Seeckt, jetzt Chef der Heeresleitung, manchen Beobachtern wie den Beginn einer Militärdiktatur erschien. In den Jahren 1924 bis 1928, einer Phase relativer Stabilisierung im politischen wie im wirtschaftlichen Bereich, schien sich die Mehrheit auch des konservativen Bürgertums mehr und mehr mit der Republik abzufinden, symbolisiert durch den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, den legendären Feldherrn des Weltkriegs. Vereinfacht kann man sagen, Hindenburg, der im zweiten Wahlgang relativ knapp gewählt wurde, hat eine Mehrheit bekommen, weil die Schwesterpartei des katholischen Zentrums, die Bayerische Volkspartei, den protestantischen Preußen Hindenburg, dem Kandidaten des Zentrums und der ganzen republikanischen Front, wenn man so sagen kann, Wilhelm Marx, also auch nicht auffällig auf dem linken Flügel des Zentrums angesiedelt, also dass die Bayerische Volkspartei hier für Hindenburg statt für den ihnen eigentlich nahestehenden Marx votiert hat. Außerdem haben die Kommunisten bis auch im zweiten Wahlgang an ihrem Kandidat Thälmann festgehalten. In dieser mittleren Phase der Weimarer Republik, also 1924 bis 28, 29, befand sich die Sozialdemokratie in der Opposition, bildete aber gerade auch für die auf Verständigung mit den früheren Kriegsgegnern gerichtete Außenpolitik Gustav Stresemanns mit den freien Gewerkschaften einen Faktor, der berücksichtigt werden musste. Doch angesichts der erwähnten Strukturmängel und der Unterlassung in den ersten Monaten und Jahren nach dem Novemberumsturz von 1918 wurde das Sich-Einlassen der gemäßigten Rechten auf die parlamentarische Regierungsform nach 1923 konterkariert von einer Art schleichender Gegenrevolution, nicht zuletzt auf dem Feld der politischen Ideen, mit dem Ziel einer autoritär-bürokratischen Veränderung des Systems, wie sie die der Hitler-Diktatur vorausgehenden und ihr in mancher Hinsicht vorarbeitenden präsidialen Notverordnungsregierungen der Jahre 1930 bis 32, 33, ermöglicht durch die Wirtschaftskrise, dann schrittweise in die Tat umsetzten. Die Wirtschaft der Weimarer Republik war belastet, wir hörten es, durch die materiellen Kriegsfolgen und den Friedensvertrag von Versailles. Durch die Aufnahme von Schulden zur Kriegsfinanzierung bei den USA seitens Großbritanniens und Frankreichs war eine isolierte Lösung des Reparationsproblems nicht vorstellbar. Aber erst die 1923 in einer Hyperinflation eskalierende Geldentwertung und die erneute Kraftprobe Deutschlands mit den früheren Kriegsgegnern Frankreich und Belgien, die das Ruhrgebiet besetzten, verhalfen einem konstruktiven Neuansatz zum Durchbruch. Einem Neuansatz, der das Deutsche Reich einige Jahre wirtschaftlich und politisch als liberal-konservativ regierte, dezidiert bürgerliche Republik konsolidieren half. Sein außenpolitischer Repräsentant war der schon erwähnte frühere Nationalliberale und jetzt hier Vernunftrepublikaner Gustav Stresemann. Doch auch in dieser Periode der relativen Stabilisierung hatte es Deutschland mit einer hohen Sockelarbeitslosigkeit und beträchtlichen konjunkturellen Schwankungen zu tun, während die großen Unternehmen eine Rationalisierungsoffensive nach fordistischem Muster einleiteten. Die Hauptleidtragenden der Inflation waren neben den Unterschichtenangehörigen diejenigen gewesen, die ausschließlich oder überwiegend über Geldvermögen oder entsprechende mobile Vermögenswerte verfügten. Das bedeutete die Verarmung eines Großteils des Kleinbürgertums und sogar des gehobenen Bürgertums, eine soziale Katastrophe und eine weitere schwere Hypothek für die Republik,
der sie vielfach angelastet wurde. Die Großindustrie profitierte in hohem Maß durch Entschuldung, der Staat durch die Entwertung der bis 1918 von Privatleuten gezeichneten Kriegsanleihen. Kaum weniger einschneidend, wenn auch eher für die abhängig Beschäftigten, wirkte sich die Stabilisierungskrise nach der Währungsreform vom November 1923 aus, die sich bis weit in das Jahr 1924 hinzog. Während sich der Zuwachs des Anteils der Arbeiter im engeren Sinn von Handarbeitern, man kann so ungefähr von der Hälfte der Erwerbsbevölkerung ausgehen, in den 1920er Jahren verlangsamte und der Selbstständigen weiter sank, es gibt immer noch einen beträchtlichen Anteil von Landbevölkerung, expandierte neben den Beamten die Gruppe der Angestellten und verstärkt vor allem in den Sparten des Verkaufs, der Büroarbeit und des technischen Spezialistentums. Sie waren Arbeitnehmer, aber durch Statusprivilegien und eine eigene Versicherung von den Arbeitern getrennt. In den 1920er Jahren begann sich das Frauenbild zu ändern. Zwar stieg der Anteil der weiblichen Erwerbstätigen nur wenig an, aber die berufstätige Frau im Angestelltenverhältnis wurde eine gesellschaftlich sichtbare Erscheinung. Die gewissermaßen modern interpretierte Hausfrauenrolle war jedoch keineswegs passé, auch nicht in progressiven Kreisen. Und große Teile der in Vereinen erfassten Frauenbewegung propagierten weiterhin das Leitbild einer spezifisch weiblichen, sogenannten sozialen oder organisierten Mütterlichkeit, das auf die Tätigkeit in karitativen, medizinischen und pädagogischen Berufsfeldern abhob. Wenn die mittleren 20er Jahre der Weimarer Republik, sogenannten goldenen 20er, häufig als Beginn der Konsumgesellschaft in Deutschland beschrieben werden, wobei die USA für viele schon damals das große verklärte Vorbild abgaben, dann betraf das für die große Mehrheit eher eine Verheißung als die Lebenswirklichkeit. Doch es gab Veränderungen im alltagskulturellen Bereich, die breit wirkten, speziell in Großstädten, so das Kino und den Rundfunk. Groschenromane und Illustrierte, wie vorher schon die Massenpresse, veränderten die Lesegewohnheiten. Sportarten wie Boxen und Fußball fanden schichtenübergreifend ein großes Publikum. Die neue Massenkultur, zu der auch die Technikbegeisterung gehörte, erfasste hingegen kaum die Dörfer und die Kleinstädte, wo weiter traditionelle Verkehrsformen und Werte dominierten. Ferner legte ein Großteil der Akademiker den Amerikanismus und die Asphaltkultur ab, die häufig mit zersetzendem Einfluss des Judentums assoziiert wurde. Doch auch die Arbeiterbewegung mit ihren vielfältigen milieubestimmten Vereinskulturen fand keinen kritisch reflektierten Zugang zu den neuen Phänomenen. Mit den goldenen 20ern verbindet sich auch die Vorstellung einer einmaligen Blüte der Hochkultur, der Moderne schlechthin. Dies hatte schon um 1900 begonnen, als die künstlerische Avantgarde in der Architektur, in der bildenden Kunst und Literatur die überkommene geistige Kultur des Bürgertums in Frage stellte. Damals überwog im breiten Publikum nicht nur bei Konservativen die Ablehnung. Und auch in den 1920er Jahren blieb die künstlerische und literarische Moderne, besonders wenn sie links war oder als solches galt, die Sache einer Minderheit. Ob es sich um Walter Gropius Bauhaus, um Paul Hindemiths Kardeljak oder Georges Grosz, das Gesicht der herrschenden Klasse, handelte. Der Autor des Zauberberg, Thomas Mann, ein früherer Demokratieverächter, trat jetzt offen für die Unterstützung der Weimarer Republik ein, fand aber unter ehemals Gleichgesinnten wenige Nachahmer. Modern war nun in gewisser Weise auch Ernst Jüngers Arbeiter, des neurechten Verfechters, eines sogenannten soldatischen Nationalismus. Autoren wie er und der kulturpessimistische Oswald Spengler, sein Werk über den Untergang des Abendlandes war das bekannteste, schufen mit wachsendem Erfolg ein intellektuelles Gegengewicht gegen den sogenannten Kulturbolschewismus der Großstädte. Möglicherweise haben Sie ja schon mal das Schlagwort von der konservativen Revolution, eine
ein zeitgenössischer Ausdruck, der verschiedene intellektuelle Strömungen im rechten Spektrum zusammenfasst. Der Einbruch der Weltwirtschaftskrise im Herbst 1929 und dann in deren Verlauf die tiefe Erschütterung des Kreditsystems durch die Finanzkrise von 1931 trafen Deutschland besonders schwer. Auf dem Höhepunkt der Depression 1932 lag die Industrieproduktion nur gut halb so hoch wie 1929. Fast ein Drittel sämtlicher Erwerbspersonen und ein deutlich höherer Anteil von Arbeitern, vor allem Ungelernte, waren arbeitslos. Diese konnten von der 1927 eingeführten Versicherung überwiegend nicht mehr finanziert werden und mussten stattdessen von den städtischen Wohlfahrtseinrichtungen notdürftig versorgt werden. Bei dem verschärften Übergreifen der Krise nach Deutschland wirkte sich die hohe Verschuldung in den USA besonders mit kurzfristigen Anleihen, die aber großenteils für langfristige Investitionen genutzt wurden, negativ aus, als die Gelder zurückgerufen wurden. Reichskanzler Heinrich Brüning, März 1930 bis Mai 1932, vom rechten Flügel des Zentrums, trug mit seiner Spar- und Deflationspolitik zu einer Zuspitzung der Krise bei, wobei es ihm einmal darum ging, im traditionellen Sinn die Investitionsbedingungen durch Kostensenkung zu verbessern. Zum Zweiten hoffte er, auf diesem Weg die westlichen Regierungen zu der Einsicht zu bewegen, dass die Reparationen gestrichen werden müssten. Nun kann man sagen, wenn man es noch etwas verlängert, die Folgeregierung Papen und Schleicher, dann ist das Ziel, die Reparationen wegzukriegen, weitgehend gelungen. Aber eher nach dem Motto, Operation gelungen, Patient tot. Die Weimarer Republik darf nicht auf die Vorgeschichte des Dritten Reiches reduziert werden. Und es spricht viel dafür, dass sie ohne die Weltwirtschaftskrise überlebt und die Chance bekommen hätte, sich zu stabilisieren. Auch andere repräsentative Demokratien, einschließlich mancher älterer, wurden in der Zwischenkriegszeit stärker angefochten, als es in längerer Perspektive scheint. Die berechtigte Frage, warum unter den hochindustrialisierten Kulturstaaten, wie man einst sagte, allein Deutschland in den Faschismus abglitt, und zwar in einmalig extremen Erscheinungsformen, steht am Ausgangspunkt des in vieler Hinsicht nicht haltbaren Konzepts vom weiter zurückreichenden deutschen Sonderweg in Europa. Alle eindimensionalen Antworten. Der langjährige preußische Ministerpräsident Otto Braun hielt Versailles und Moskau für die beiden Schuldigen, greifen zu kurz und lenken den Blick davon ab, dass es letztlich stets um die Auseinandersetzung lebendiger Kräfte geht, auch wenn diese nicht voraussetzungslos agieren. Jedenfalls sollte die aktive und passive Unterstützung für die deutsche Demokratie nach 1918 nicht unterschätzt werden. Gerade in den ersten Jahren, Sie erinnern sich an Beispiele, gerade in den ersten Jahren gab es auch im Bürgertum relevante Strömungen demokratischer Art. Sie wurden etwa von dem, wenn man so will, dem Autor der Weimarer Reichsverfassung, Hugo Preuß, der in der Deutschen Demokratischen Partei war und von dem zeitweiligen Reichskanzler wird von der Zentrumspartei repräsentiert. Doch schon im Spätjahr 1928, ein Jahr vor dem New Yorker Börsenkrach, der die Weltwirtschaftskrise auslöste, deutete sich im Ruhreisenstreit einer Massenaussperrung in der Wahl des Prälaten Ludwig Kahrs zum Vorsitzenden der Zentrumspartei und in der des Medienmoguls Alfred Hugenberg, eines reaktionären und nationalistischen Ultras, an die Spitze der Deutschnationalen eine Verschiebung des gesamten bürgerlichen Spektrums nach rechts an. Da war seitens der Eliten noch nicht an die Installation
einer faschistischen Diktatur gedacht, aber an die nachhaltige Schwächung der Arbeiterbewegung und an eine semi-autoritäre Umbildung der Verfassungswirklichkeit, wie sie dann unter den Bedingungen der großen Krise auch zustande kam. Der Machtübertragung an die NSDAP durch den Reichspräsidenten Hindenburg am 30. Januar 1933 erfolgte erst, nachdem mehrere Varianten einer autoritären Umbildung des Staates ohne erstrangige Mitwirkung der Hitlerbewegung und ihrer braunen Hemden gescheitert waren und andererseits die gleichberechtigte Beteiligung der Repräsentanten der alten Eliten gesichert schien. Da die NSDAP bei der vorausgegangenen Reichstagswahl vom 6. November 1932 mehrere Wählerprozente verloren hatte, sie blieb mit 33% die mit Abstand stärkste Partei, und selbst zusammen mit der verbündeten deutschnationalen Partei Hugenbergs von einer parlamentarischen Mehrheit weit entfernt war, hätte niemand Hindenburg zwingen können, den verhängnisvollen Schritt zu tun. Viele Republikaner hatten angesichts weiterer NSDAP-Verluste bei Kommunalwahlen und weil die Talsohle der Wirtschaftskrise durchschritten schien, zum Jahreswechsel 1932-33 schon das Schlimmste überstanden gesehen. Hitler, das muss immer wieder mit Nachdruck betont werden, kam also nicht durch Wahlen an die Regierung, wenngleich einzuräumen ist, dass seine Wahlerfolge ihn erst stark gemacht haben. Doch gerade der drohende Niedergang der NSDAP bei anhaltenden Stimmengewinnen der KPD bei den Reichstagswahlen verstärkte den Druck auf den Reichspräsidenten Hitler, die Führung der projektierten Koalitionsregierung zu überlassen. Man befürchtete teilweise den Übergang der durch die NS-Agitation aufgepeitschten Massen nach links außen und oder die Rekonsolidierung der Sozialdemokratie. Die Wahl vom 5. März 1933, wo die NSDAP rund 44% und die Deutschnationalen 8% erzielten, war dann nur noch im Hinblick auf den geheimen Wahlakt frei zu nennen. Die NSDAP war vor 1933 zwar keine absolute Mehrheitspartei, aber sie war im soziologischen Sinn die einzige deutsche Volkspartei, die Anhänger aus allen Klassen und Schichten sowie aus beiden Konfessionen zu gewinnen vermochte. Allerdings mit erheblichen Unterschieden. Sie nannte sich zwar Arbeiterpartei, besaß gemessen am Bevölkerungsanteil unterrepräsentiert auch Mitglieder und Wähler unter vor allem jungen Arbeitern, doch galt das zum Beispiel auch für das katholische Zentrum. Niemals hatten alle Arbeiter, wie immer man diese Gruppe definierte, sozialistisch gewählt, gleich sozialdemokratisch und kommunistisch addiert. Und es gab zweifellos Wähler, die von einer der Linksparteien zur NS-Liste wechselten. Doch per Saldo blieb der addierte Stimmenanteil von SPD und KPD in einer Größenordnung zwischen 35% und 40% recht stabil. Ähnliches gilt auf niedrigerem Niveau für das Zentrum und die Bayerische Volkspartei als Vertretung des politischen Katholizismus. Regelrecht zerschlagen wurden die liberalen Parteien und erheblich geschwächt die Konservativen. Ein Großteil ihrer Zustimmung konnte die NSDAP aus dem Nichtwählerbereich ziehen. Man hat dann mal so die Formel geprägt von der Volkspartei mit dem Mittelschichtenbauch. Also sozusagen alle sind, sie kann aus allen Gruppen etwas gewinnen, aber vor allem im Kleinbürgerlichen und im Bereich auch der abhängigen Mittelschichten. Die unverrückbare Verbundenheit, namentlich der SPD, insbesondere ihrer Führung, mit der Republik von Weimar wurde bis zu dessen Tod 1925
symbolisiert durch die Reichspräsidentschaft Friedrich Eberts, der als faktisch dominierender Mitvorsitzender des Rats der Volksbeauftragten 1918-19 für eine Politik der Revolutionsbegrenzung gegen die radikale Linke auch gewaltsam und des schnellstmöglichen Übergangs in ein parlamentarisch legitimiertes Stadium eingetreten war. Mit der relativen Stabilisierung der staatlichen Ordnung in den Jahren 1924 bis 28, als die SPD auf Reichsebene in der Opposition war, entstanden in ihren Reihen Konzepte eines graduellen Übergangs vom organisierten Kapitalismus, wie man das nannte, der von der Arbeiterbewegung bereits demokratisch mitgestaltet würde, zum Sozialismus. Im Unterschied dazu strebte die KPD, die von der krisenhaften Verschärfung der Widersprüche im Kapitalismus ausging, die proletarische Revolution nach dem Modell der Bolschewiki an und nahm im Hinblick auf die Verteidigung der bürgerlichen Demokratie und sei es nur unter dem Gesichtspunkt legaler Kampfbedingungen keine durchweg eindeutige und in den Jahren ab 1929 regelrecht destruktive Haltung ein. Zu Beginn der 1920er Jahre hatte sich die im Ersten Weltkrieg aufgebrochene parteipolitische Spaltung der Arbeiterbewegung verfestigt, als die USPD sich über den Beitritt zur Kommunistischen Internationale spaltete. Die Mehrheit der Parteitagsdelegierten votierte 1920 für den Anschluss an die Dritte Internationale und den Zusammenschluss mit der bis dahin kleinen KPD. Die meisten Reichstagsabgeordneten und Gewerkschaftsfunktionäre gingen 1922 im Zuge der Vereinigung der Rest-USPD mit der SPD zurück zur Mutterpartei. Damit entstanden zwei große Arbeiterparteien, von denen die SPD hinsichtlich ihrer Mitglieder und Wähler stets vorn lag, doch während das Stimmenverhältnis 1928 ungefähr 3:1 betrug, erlangte die SPD im November 1932 nur noch wenig mehr als die KPD, die aber inzwischen fast zu einer Arbeitslosenpartei geworden war, während die SPD eher die beschäftigten Facharbeiter unter ihrer Fahne hatte. Es gab also eine Tendenz zur sozialen Befestigung der politischen Spaltung. Wie auf der entgegengesetzten Seite des Spektrums die NSDAP zog die KPD besonders junge Menschen an. Darüber, ob eine defensive Aktionseinheit der Arbeiterparteien, der Gewerkschaften und der anderen Organisationen der Arbeiterbewegung möglich gewesen wäre und ob sie gegebenenfalls das Dritte Reich hätte verhindern können, ist seit 1933 engagiert gestritten worden. Es gab auf Ortsebene mehr oder weniger spontane Beispiele, manchmal von Anhängern linkssozialistischer oder kommunistischer Splittergruppen initiiert. Insgesamt folgten die Arbeiter jedoch einer der beiden Parteiführungen, von denen die eine die Kommunisten für Abenteurer und Zutreiber der Reaktion hielt und ihrerseits bei der vermeintlichen Verteidigung der Republik so weit ging, die Regierung Brüning als kleineres Übel zu tolerieren, und die andere, jenseits ihres eigenen politischen Lagers, nur noch Faschisten und eine dauernde Faschisierung entdeckte, die Sozialfaschisten, also die SPD, sogar als Hauptfeinde ins Visier nahm. Unter den jeweiligen strategischen Prämissen fanden beide Parteien, SPD wie KPD, hinreichend Anhaltspunkte im Verhalten der jeweils anderen, die die eigene Linie zu rechtfertigen schienen und ein Zusammengehen, so meinten sie, ausschlossen. Die kommunistische Parole von der Einheitsfront von unten setzte die Abkehr der sozialdemokratischen Arbeiter von der Loyalität zur Parteiführung schon voraus und half deshalb nicht viel weiter, ebenso wenig vereinzelte Angebote an die Spitzen von SPD und ADGB zu gemeinsamen Abwehraktionen. Sie lagen quer zur Generallinie des Kampfes gegen den Sozialfaschismus und wirkten insofern unglaubwürdig. Unter diesen Bedingungen wurde in der sozialdemokratischen Führung nur wenig darüber diskutiert, ob dieses überhaupt ein gangbarer Weg wäre. Es gab generell die Tendenz zu sagen, unter den Umständen würde
würden wir dahin kommen, dass das gesamte Bürgertum sich gegen die Arbeiterschaft zusammenschließt. Weiter. Manche Zeitgenossen haben gemeint, bei der Absetzung der nur noch Geschäftsführenden, de facto Abgewählten, sozialdemokratisch geführten Regierung Preußens auf Veranlassung des Präsidialkabinetts Papen am 20. Juli 1932, sei die Chance verpasst worden, auf dem Boden der republikanischen Legalität und mit Hilfe der preußischen Polizei Widerstand zu leisten. Kampfbereitschaft ist insbesondere für manche Einheiten des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, das mit den Wehrorganisationen der Rechten und der KPD konkurrierte, de facto sozialdemokratisch dominiert, in der Mitgliedschaft aber auch breiter. Also in diesem Bereich vor allem ist Abwehrbereitschaft verbirgt. Die Zuverlässigkeit der Polizei in der Konfrontation mit der Reichswehr und nicht nur der SA ist hingegen fraglich. Und das gilt wohl auch für die erfolgreiche Durchführung eines Generalstreiks angesichts des riesigen Arbeitslosenheers. Die SPD fügte sich und propagierte die Hoffnung auf die kurz bevorstehende Reichstagswahl. Diese bescherte der NSDAP über 37% der Stimmen, ähnlich wie Hitler im zweiten Wahlgang der Wahl des Reichspräsidenten gegen Hindenburg und die NSDAP in der preußischen Landtagswahl im April 1932. Damit war offenbar der Sättigungspunkt unter den gegebenen Verhältnissen erreicht. Ja, sehr geehrte Zuhörer, ich habe in meinem Vortrag natürlich bestimmte Akzente setzen müssen, wobei ich von Vermutungen über das spezielle Interesse des Auditoriums ausgegangen bin. Den ganzen Komplex der Außenpolitik habe ich ja etwa nur angetippt. Wir können in der Diskussion diesen und andere Aspekte gern ergänzend besprechen. Deutlich geworden sein dürfte jedenfalls die vielfältigen und schweren Belastungen der Weimarer Demokratie. Auch wenn ich der Lesart vom vorherbestimmten Untergang der Republik stets nachdrücklich widerspreche, mag man umgekehrt vielleicht sogar Bewunderung darüber empfinden, dass die improvisierte Demokratie von Weimar überhaupt 14 Jahre standgehalten hat. Vielen Dank.